Ja, auf jeden Fall enttäuscht, glaube ich. Als erstes einmal, wir haben uns einen Sieg vorgenommen oder wollten unbedingt gewinnen, aber dafür hat uns einfach die letzte Durchschlagskraft gefehlt in Richtung Tor. Ja, ich denke auf jeden Fall ruhiger in Tornähe. Der letzte Pass, der kommt bei uns nicht darauf an, uns hüpfen auf die Bälle weg vorne. Wir müssen schauen, dass wir es besser sichern und dann ruhiger zu Ende spielen und präziser und genauer. Ja, es ist jetzt so kurz danach schwierig zusammenzufassen. Ich weiß auch nicht, wir müssen das erst einmal gut analysieren. Und ja, es war wieder eine Riesenchance, die wir heute verpasst haben. Natürlich bin ich froh über das Tor, aber viel wichtiger wäre, wenn wir die 3 Punkte geholt haben. Ja, ein Mischgefühl sozusagen, aber ja, es geht weiter. Ich glaube, im Endeffekt ist der Punkt gerechtfertigt. Ja, für das glaube ich, stehe ich hinten drin, dass ich der Mannschaft dann auch ein bisschen einen Rückhalt gebe und dass ich dann in solchen Situationen auch da bin und ja, uns dann vor einer höheren oder vor einem höheren Rückstand bewahr. Das war natürlich extrem wichtig für mich, dass ich jetzt ein paar Minuten bekommen habe, dass ich wieder reinfinde in das Ganze. Und jetzt greife ich an und hoffe, dass ich in nächster Zeit mehr Spielminuten bekomme. Ich denke, das hat in den Trainings auch schon ganz gut funktioniert. Eigentlich, ja, von Beginn an nicht, aber nach einer Woche ist man da eigentlich wieder so ganz gut drinnen. Also bei mir war es so. Und jetzt, ja, am Freitag in Amstetten war es, glaube ich, auch ganz okay. Und heute, ja, war ganz gut, hat sich ganz gut angefühlt, auch mit dem Ball. Ohne Ball war schön wieder am Platz zu stehen. Ja, erste Halbzeit war für mich ein sehr umkämpftes Spiel, von außen natürlich, aber ich finde, zweite Halbzeit sind wir aktiver rausgekommen, aggressiver und haben versucht, Fußball zu spielen, mehr den Ball in den eigenen Reihen zu haben und ich glaube, das ist uns geglückt. Da lassen wir uns oft zu einfach irgendwie aus dem Tritt bringen vom Gegner, dass wir sagen, okay, jetzt können wir doch nicht zur Chance, da muss einfach da unbedingt der Wille da sein, das Tor machen zu wollen. Und das habe ich heute leider nicht gesehen. Ein paar Mal rutschen wir aus, lassen wir uns vom Gegner leicht wegdrängen oder sind einfach zu wenig Schlitzohr, dass wir uns einmal, ja, sage ich jetzt, einen Körper einstellen, einen Gegner blocken und der hinterbei kommt dann zum Ball oder solche klaren Situationen halt, das müssen wir da unbedingt am Platz bringen. Ich denke, erste Halbzeit war St. Pölten bissiger in die Zweikämpfe, haben besser nach vorne gespielt und haben dann auch mit dem Standard das 1-0 gemacht. Aber ich denke, zweite Halbzeit waren wir klar dominant, waren viel aggressiver in die Zweikämpfe und haben viel besser nach vorne gespielt als erste Halbzeit bis zur roten Karte. Und dann, ja, dann ist sehr klar, wenn man weniger ist, dann wird es schwer. Dann sind wir viel nachgelaufen und haben Gott sei Dank das 1-1 noch gehalten. Gegen Hartberg haben wir noch eine Rechnung offen. Wir haben ja in Hartberg verloren. Und ich glaube, das ist eine Motivation genug, dass wir da eine Runde weiterkommen. Es ist wichtig auf jeden Fall, dass wir von der ersten Minute weg aktiver sind als die andere Mannschaft, als der Gegner. Und ich glaube, das kann uns helfen, weiterzukommen.